Sag mal, hältst du Rolfs Yacht jetzt eigentlich für deine Privatgemächer? Hältst du deine Bemerkungen eigentlich für witzig? Du zahlst also jeden Monat schön brav die Miete für dein Zimmer, schläfst aber hier. Was dagegen? Nee, ich hab mich nur gewundert, dass du gestern auf einmal weg warst. Wieso? Wir hatten noch abgemacht, dass wir die Nacht hier gemeinsam verbringen, oder? Stefanie, was soll das Theater? Guten Morgen, Lena. Lena, bitte. Lena, bitte. Gib dir keine Mühe, Wolke 7 ist abgestürzt. Ich war nicht mit Stefanie verabredet. Das weiß ich doch. Darum geht's doch gar nicht. Dann bleib jetzt bitte hier. Ich hab keinen Bock, mich die ganze Zeit gegen diese blöden Attacken zu wehren. Das habe ich dir schon mal gesagt. Sie wird dich in Ruhe lassen. Dafür sorge ich, okay? Ich habe keine Lust auf diese albernen Spielchen. Wenn du jetzt gehst, hat sie mal wieder genau das erreicht, was sie wollte. Vergiss es. Rolf Stein weiß sich das Wohlwollen der Behörden dauerhaft zu sichern. Stein und der für sein Freizeitparkprojekt wichtige Baudezernent Rodolfo Ballester verbinden geschickt Arbeit und Vergnügen. So, und jetzt kommt's. Jetzt schreibt ihr wild gewordener Redakteur von irgendwelchen dunklen Machenschaften und Bestechungsversuchen. Wie kommen Sie eigentlich dazu, derart unhaltbare Behauptungen überhaupt abzudrucken? Ich habe da eine Gegendarstellung, und zwar augenblicklich. Außerdem hören Sie von meinem Anwalt. Danke, Wiederhören. Dieses Schmierblatt nimmt doch kein Mensch ernst. Hast du eine Ahnung? Darauf stürzen sich die Leute mit Vergnügen. Du kannst solche Artikel nicht verhindern. Wer erfolgreich ist, der wird beneidet und angefeindet. Das kenne ich, damit habe ich kein Problem. Aber in dem Fall steckt mehr dahinter. Erst tauchen die Velasquez mit Sonja auf der Party auf. Dann dieses Foto, das ist kein Zufall. Ja, Eva und Ricardo kämpfen mit allen Mitteln um ihre Finger, ist doch klar. Ja, aber woher wussten Sie, dass Sonja in Barcelona ist? Und woher wusste die Zeitung, dass Ballester zu meiner Hochzeit kommt? Er stand auf der Gästeliste, wie alle anderen auch. Kim, das sind vertrauliche Informationen und irgendjemand muss sie weitergegeben haben. Hast du irgendeinen Verdacht? Die einzige, die in alle eingeweiht ist und die nicht zur Familie gehört, ist Carmen. Das gibt's doch nicht. Hör dir das mal an. Von Anfang an liefen Einheimische und Umweltschützer Sturm gegen das Großprojekt. Ihrer Einschätzung nach zerstört der geplante Abenteuerpark unwiederbringlich eine in Jahrhunderten gewachsene Kulturlandschaft und bedroht den Lebensraum seltener heimischer Pflanzen und Tierarten. Ja, Rolf war schon immer sehr fotogen. Ach, das Foto.
Und die Unterstellung wegen Ballester? Findest du das gut? Volker, wir haben dieses Thema zigmal diskutiert. Du kennst meine Meinung. Naja, zu Genüge. Dein Mitleid mit deiner Freundin Eva in Ehren, aber dass ein Tag nach der Hochzeit so ein Schmähartikel in der Zeitung erscheint, da steckt doch was dahinter. Findest du das richtig? Rolf hat sich diesen Ärger selbst zuzuschreiben. Da bin ich mir nicht so sicher. Auf sowas kommt die Zeitung nicht von allein. Wir haben einen Tipp bekommen. Da hat einer dran gedreht. Sonnenklar. Erinnerst du dich? Ich habe mal zu dir gesagt, Rolf wird seine Hochzeit so schnell nicht vergessen.